Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf dem nordfriesischen Marsch Vierfach. So, und wir fahren jetzt erstmal eine Fuhre Gülle in die Düngerproduktion. Upsala. Sind wir hier schon? Na, können wir doch erst hier abkippen? Doch, hier können wir abkippen. Und man sieht, wie die Plane leicht steigt. Da gehen halt auch nur 20 Kubik rein, ne? Ist es noch nicht wirklich viel? Was wir jetzt da reinfüllen? Aber immerhin etwas. So, und wir haben ja auch noch Mist im Lager. Und diesen Mist werden wir jetzt auch dann erstmal reinfahren, weil dann startet auf jeden Fall schon mal die Produktion. Und da wechseln wir zu dem Kollegen. So. Ich weiß gerade gar nicht, wie sich die Erdepreise entwickeln, aber ich glaube, die gehen eh in den Keller. So. Gehen wir mal hier durchtippen. Erde, Steine, Mineralfutter, Kalk, Mist. 9000 Liter. Immerhin etwas, würde ich sagen. Das ist eben genau das, was ich da einmal aus dem Misttrog, Mistbehältnis rausgeholt habe. Ich glaube, aber hier müssen wir es dann sehen, wie die Plane steigt. Einer hat einen Tick zu weit gefahren. Ja, also minimal hat man es jetzt sehen können. Es war jetzt ja auch nicht wirklich viel. So, und diesen Anhänger stellen wir hinten mal bereit. Zum den Mist entladen. Nicht mal mehr drin. Da waren doch über 55.000 Liter drin, oder? Oder war das jetzt passiert durch das Update? Und wenn das jetzt passiert ist durch das Update, dann muss ich da reagieren. Muss ich mal nochmal in die Folgen reingucken. Vorm Update. Oder vielleicht weiß das gerade einer von euch. Kannst du mir ja in die Kommentare dann schreiben. So, dann holen wir erstmal unseren Anhänger. Unseren Anhänger ab. Okay. Ja, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden mit dem Mod. Prozent den Kipper. Dann fahre ich jetzt einfach nur schnell hier hin. Werde mir dann den Überladewagen mit dem schnappen. Ich glaube, Hirse gibt kein Stroh. Glaube ich zumindest. So, haben wir auf jeden Fall den Überladewagen. Ah,
Ich glaube, ich wollte noch mit der Spritze rüberfahren, ne? Ah, Mist. So, dann schauen wir mal hier rein noch, ob sich da vielleicht was getan hat. Ach Leute, guck mal, sogar. Das ist wieder ein anderes Fass. Das ist, glaube ich, schon mit Ausbringer, ja. Okay. Brauchen aber die Schneidwerke. Das 30er, das 40er Powerflow brauchen wir. Oder Dynaflow. Welches ist denn besser? Dynaflow oder Powerflow? Ich werde mir jetzt einfach dieses hier mieten. Zack. Fahren wir erstmal mit dem Anhängerchen zum Shop, dass wir das Schneidwerk holen können. Zack. Soll schon nach vorne gucken wegen dem Verkehr, nicht, dass der mich hier völlig wegrammt. Ein bisschen blöd, weil ich glaub, Unkraut wollte ich ja auch noch spritzen, ne? Oh, Mist. Da ist Unkraut drauf. Ah. Ist jetzt aber doof, ey. So. Angekommen. Ja, ist ein bisschen blöd. Hier. Da muss man immer so gefühlt eine halbe Weltreise machen, bis wir das Schneidwerk ankoppeln können. Aber wenn wir es dran haben, geht es ganz einfach. Ja, gefühlt eine halbe Ewigkeit brauchen wir, bis wir da überhaupt so weit sind, dass wir jetzt ernten können. Gefühlt 3 Stunden unterwegs, bis wir dann losgehen können zur Ernte. Lassen wir dem Kollegen eben nicht zu sehr das Feld kaputt fahren. Soweit jetzt hinbekommen, dass wir jetzt langsam kurz vor Eieiei. Ja, unglaublich, Folge bald 10 Minuten alt und es fangen jetzt erst an zu dreschen. Storablage können wir nicht einstellen. Feld 7 haben wir noch gar nichts. Das ist gut. So, Field Possession. Haben wir die hier? 12 Meter, 2 Vorgewände. Soll im Vorgewände natürlich starten. Soll das mir jetzt generieren? Dankeschön. So, dann machen wir F07. Dann Kurs speichern. Dreschen 12 Meter.
bisschen schade, dass eben die oh, Field Possession brauche ich doch. Ein bisschen schade, dass er das eben nicht speichert. Aber ich habe noch die relativ alte Curseplay-Version drauf. Vielleicht liegt es daran. So, das kann natürlich sein, ne? So. Kann natürlich sein, dass ich, wie gesagt, die alte Curseplay-Version noch drauf habe. So, dass wir auch sehen, dass wir im Curseplay-Helfer sind. Und nicht keine Ahnung wo. Fahren wir erstmal mit dem Überladewagen aufs Feld. Mit denen nämlich auch schon mal drüben. So. Im Kalkstreuer passt soweit auch. Ganz schön dreckig. Deswegen stellen wir den mal hier hin. Zack. Den Anhänger. Bin auch am Überlegen, den einen zu verkaufen. Hier hinten den grünen. Was meint ihr? Soll ich ihn verkaufen oder behalten für später? Ja, wenn wir gerade dabei sind. Die paar Euro. Die 49 Euro mehr, da, das ist ja egal. So. Finde ich auch ein ganz, ganz interessanter Anhänger, so vom Aufbau her. Bin gespannt, ob das ein Kipper ist. Also, warum, das kann ich ja nicht testen, ne? Ja, ist ein Kipper. Das ist ein Kipper. Okay, weiß ich da schon mal Bescheid. So, wir gehen mal ein bisschen Mist verladen. Ach, denk mal, ich werde ihn trotzdem noch ein bisschen behalten. Weil, wenn die große Nachfrage kommt oder der Preis stimmt für die Erde, dann will ich es auch relativ zügig verkauft haben. Ja, ich sage, ich will Mist verladen und fahre irgendwo in die komplett falsche Richtung. Das alte Safe Game habe ich ja nicht mehr, um da nachzuschauen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das eben so war. Dass ich durch den Safe Game wechsle in dem Sinn. An den Mist, wo hier drin war, verloren habe. Kleiner Radlader, ne? Ja gut, der ist ja nicht aus dem Tagebau unterwegs. Ja, Kohle abbauen etc. Ja, und dann fahren wir noch ein bisschen Gülle, würde ich sagen. Dass wir das hier so relativ schnell leer bekommen.
meine, es sind ja wir haben ja genug Gülle bei den Kühen drin. Müssen jetzt noch so um die 50.000, glaube ich, sein. Ja, 50, also zwei Fuhren ziehen wir noch raus. Dann haben wir das wieder ein bisschen weiter unten. Reproduktion von 30%, also irgendwann 30%, 10 Monate dauert's. Drei sind schon rum, das heißt, es sind noch 7 Monate. Wir haben September. April. April rum müsste soweit sein. Dann gibt es neue Kühe. Aber gut, meine Freunde. Das wäre es dann gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.